Hey Rick, wie findest du meine neue Smart-Unterwäsche? Smart? Wieso smart? Tja, die öffnet sich nur kurz bevor ich Sex habe. Wie gehst du an Pinkeln? Oh. Nach Microsoft Smart BH gibt es jetzt ein neues Konzept aus Japan für einen Smart BH und ich schnipse die ganze Zeit. Und zwar damit so voll vielen krassen, fetten Sensoren, die so fühlen, wie du dich fühlst. Jetzt kommt der böse Trick dabei. Der BH soll sich nämlich nur dann öffnen lassen, wenn der Besitzer verliebt ist, also gerade in diesem Moment, so, also Liebe spürt. Das ist halt dafür gemacht, dass wenn man betrunken ist und dann man halt mit jemandem in die Kiste steigen will, dass sich dann der BH nicht öffnen lässt, weil man ja nicht verliebt ist. Das heißt aber auch, dass wenn man schlafen gehen will und man nicht in sein Bett verliebt ist, dass man dann halt nicht den BH öffnen kann, sondern mit BH schlafen muss. Oh, da braucht man einen Mega-Plasma-Laserschneider. Ja, weil das ein Titanium-BH ist. Ich meine, das Hightech-Sensor-Shit drin. Smart halt, ne? Ja, die sind immer aus Titanium. Kranker Shit. Und Kryptonit. Kriegt man nicht auf. Der ist aus Superman-Fleisch gemacht. Was aber auch ganz lustig ist oder in einem Konzeptvideo zu sehen ist, wenn die Person sich verliebt fühlt, öffnet sich der BH von automatisch. Nach vorne. Das heißt, dass er sich vielleicht auch noch öffnet, wenn man es gar nicht will. Beziehungsweise sie es nicht will, aber ich. Oder er. Vielleicht trägt er auch ein BH. Für den Mann, der nichts zu verstecken hat, ist aber dennoch nicht. Ob die Technik was taugt und wirklich dieser Herzschlag von den Sensoren so genau gemessen werden kann, dass er in den richtigen Situationen aufgeht und nicht zum Beispiel beim Sport? Nee. Allerdings wird das so schnell kein Problem sein, weil bisher ist das Ding nur ein PR-Gag. Obwohl ich es ganz lustig fände, wenn ich auf die Straße komme und alle BHs sich automatisch öffnen, weil alle plötzlich ganz viel Liebe. Oh Mann, ich muss dich unterbrechen. Ich krieg gerade eine neue Nachricht rein, ja, und es ist unverständlich, ich kann es nicht verstehen, tut mir leid. Ich hab's vergessen. Ich bin geil. Ja, er meldet sich nochmal. Es gibt allerdings doch einen Prototypen. Ja, es gibt einen Prototypen. Das heißt, macht euch was gefasst, Girls. And Boys, maybe. Nintendo geht es ja bekanntermaßen nicht so gut. Unter anderem, weil sie den Smartphone-Markt stark unterschätzt haben. Jetzt gibt es aber erste Details, wie sie das Problemchen lösen wollen. Und zwar haben sie mehrmals das Wort Minigames erwähnt. Das heißt vielleicht, dass Minigames auf Smartphones kommen? Real Life Mario Party. Hä? Naja, wir sind die Figuren, die laufen und auf dem Smartphone spielen wir die Mini-Apps. Und wer würfelt denn? Gott. Und Sterne gibt's nicht. Ja, aber Sterne sind scheiß unfair. Wer jetzt denkt, bald gibt es Pokémon und Super Mario für sein iPhone, der hat falsch gedacht. Es sieht nämlich mehr danach aus, als würde es Abklatscher-Versionen geben, wo du dann alle 3 Stunden vielleicht dein Pikachu mal so richtig schön streicheln kannst und du irgendwie nochmal halt ein bisschen Geld reinsteckst, damit dein Pikachu noch einen Backflip machen kann. Die richtigen Spiele gibt es halt nur für die Nintendo-Hardware und es soll halt nur anregen, so, weißt du, schon Bock drauf hast, ne? Sie wollen natürlich, dass du das echte Pokémon-Spiel kaufst für den 3DS, den du natürlich dann auch kaufen musst, womit du dann halt schon bei ein bisschen Geld bist. 300 Euro oder so, keine Ahnung. Nintendo selbst hat das so gesagt, nö, ist nicht so, nein, hat das alles dementiert. Allerdings ist die Quelle recht vertrauenswürdig, deshalb kann man gespannt sein, was da kommt. Vielleicht sieht es nicht ganz genauso aus, aber man kann schon davon ausgehen, auch bei der Lage von Nintendo, dass da was kommt. Wer sich schon längst auf dem Smartphone-Markt etabliert hat, ist Angry Birds und 1,7 Milliarden Downloads bestätigen das. Und jetzt kommt auch noch der erste Kenofilm. Kenofilm! Etabliert ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Wieso? Sondern dominiert. Oh, dominaniniert. Angry Birds ist sogar so verbreitet, dass es von der NSA zur Überwachung genutzt wurde. Ist nicht wahr, hätte ich jetzt niemals mit gerechnet. NSA nutzt sowas. Selbst wir hier sind von der NSA, um euch hier zu überwachen. Wir wurden damals vor 15 Jahren nach Deutschland geschickt, um einen erfolgreichen YouTube-Kanal zu machen. Obwohl es damals YouTube doch gar nicht gab. Bam, bam, bam! Die Spats in Sensoren. Mit ihrem Programm Golden Nugget, ja, das heißt wirklich so, hat die NSA die Werbung der App genutzt, um darüber Daten zu sammeln. Was ist an Golden Nugget jetzt so schlimm? Wieso musst du es noch betonen, dass es so heißt? Ja, weil es nicht gerade nach einem bösen Programm sich anhört. Ich finde schon. Ich hätte es klingt voll nach Master Programm of Death genannt. Das klingt voll nach Golden Eye und so, weißt du, voll James Bond Action, voll böse und Bitch. Der Entwickler Rovio hat bestritten, dass irgendwelche Daten da ausgetauscht wurden, aber wie man anhand von Google und Apple sehen konnte, die NSA kann sich da auf jeden Fall ihre Sachen beschaffen, wenn sie will. Ja, die macht das einfach. Die kommt und sagt, nimm ich. Das ist meins, ey. Alles meins. Das ist 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 meins.
Die NSA will aus den Daten mancher Apps wirklich alles auslesen können. Die Hautfarbe, Alter, sexuelle Vorlieben, was man in seiner Freizeit macht, wie lange der Pullermann ist. Sein Lieblingsessen. Wie man das auch schaffen will. Ich meine, dann spielt man irgendeine App und dann heißt es von der NSA, du bist dumm und du magst gerne voll scheißkranken Ficken-Shit im Bett. Ja, weil du nur die Bomben-Birds benutzt. Deswegen bombst du richtig geil fett die ganze Zeit. Was soll das? Scheiß NSA ist voll diskriminierend, ey. Jetzt wird's ernst, Leute. Die NATO ist der Meinung, dass Trailer zu lang sind und zu viel verraten. Die NATO, die haben Panzer! Rick, nicht die NATO, sondern die National Association of Theater Owners, also die Kinobesitzer, finden, dass die Trailer einfach zu lang und scheiße sind und viel zu viel von der Story verraten. Ja, die meine ich doch. Die haben auch Panzer. Aus Plastik. Auf jeden Fall wollen sie, dass die Trailer einfach nicht länger als 2 Minuten sein dürfen, damit keine Spoiler oder große Story-Zusammenfassung mehr passieren. Und wenn schon die Kinobetreiber der Meinung sind, dass die Trailer das Geschäft versauen, dann sollte man vielleicht mal wirklich was ändern. Man sollte einlenken. Was meint ihr? Hat euch schon mal ein Trailer den Film versaut oder denkt ihr, die sind geil so, wie sie sind? Durch ein Leak ist jetzt bekannt geworden, dass die Titanfall-Beta vermutlich am 14. Februar kommen wird. Am Valentinstag! Oh, Valentinstag! Oh, Liebe, meine einzige Schwäche! Ah. Aber du brauchst die Liebe doch, damit du pinkeln kannst. Stimmt, du hast recht. Zugang bekommen vermutlich Vorbesteller, die in Amerika zum Beispiel bei GameStop vorbestellt haben. Hierzulande weiß man noch nicht so genau, wo das jetzt der Fall sein wird. Wir warten und sind gespannt. Ich nicht. Naja, egal, das Spiel erscheint am 13. März für Xbox 360 und Xbox One exklusiv. Warte mal, das heißt, wir müssen uns eine Xbox kaufen, um das zu spielen? Ich will nicht. Ich werde auch nicht. Würdet ihr euch extra für das Spiel eine Xbox kaufen? Es kommt auch für PC! Ich habe gerade gehört, es kommt gerade eine Meldung rein, es kommt auch für PC. Ich bin wieder am Leben, es freut mich. Toll, dann kann ich es ja doch spielen. Yeah. Ein Spiel, was es für die PlayStation jetzt auch nicht geben wird, sondern nur für die Xbox, ist Gears of War. Das hat jetzt Microsoft von Epic Games aufgekauft. Das war ja schon vorher exklusiv für Xbox, aber jetzt ist auf jeden Fall auch klar, dass es einen neuen Teil geben wird. Rob Ferguson, der Macher der Spielereihe, wird auch dabei sein, weil den haben sie sich auch gleich angekauft oder versklavt. Keine Ahnung, ist mir egal. Aber der Entwickler hat gewechselt und das was wird, das weiß keiner. Aber bei Batman Arkham Origins ist es was geworden, als sie da gewechselt haben. Vielleicht wird das ja jetzt Gears of War 8, weil Microsoft, weißt du, mit Bund, mit Kästchen und so. Wieso? Ja, das müsste Gears mal sehen! Das müsste Gears of War 1 werden. Und der Gears of War Wister. Und Gears of War XP stürzt ab, die ganze Zeit. Ey, XP ab. War übergut. Freut ihr euch auf den Gears of War Teil? Was sagt ihr, dass die Entwickler nicht mehr daran beteiligt sind? Kauft ihr euch eine Xbox oder sagt ihr, nö, ich spiele lieber mit dem Ball an der Schnur? Der Ball im Becher! Genau. Endloser Spaß mit dem Ball im Becher. Was noch mehr Fans hat als der Ball im Becher, ist LOL, League of Legends. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass am Tag ca. 27 Millionen Menschen sich einloggen, um LOL zu spielen. Und im Monat sind das 67 Millionen Menschen. LOL! Das ist 13 Millionen Menschen weniger als in Deutschland leben. LOL! LOL. Ist das wirklich richtig oder hast du es dir ausgedacht gerade? Nein, nein, das ist richtig. 13 Millionen Menschen weniger als in Deutschland leben. Krass. Ich gehöre zu den Menschen, die wissen, dass die neue Volkszählung ergeben hat, dass wir 80 Millionen sind und nicht 82. Mann, bist du ein Spießer-Klugscheißer. Im Oktober 2012 waren es noch 32 Millionen Spieler pro Monat. Also hat sich innerhalb eines Jahres quasi verdoppelt. Wow. Das ist schon nicht schlecht. LOL. Nehmen wir mal als Vergleich Dota 2. Die haben ca. 7 Millionen Spieler in einem Monat. LOL. Das ist etwas weniger. Wow. Ja, LOL geht schon krass ab. Wow. Und welche Spiel suchtet ihr so? Also bei mir ist es Hotline Miami. Bei mir ist es Ball im Becher. Der Ball im Becher! Excalibur ist heute zu Ende. Zeit nutzt auf einer roten Couch, sie ist so weich. Und außerdem ist sie rot, oh yeah. Ba, 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 da, 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 da. Da unten gibt es noch 2 Videos. Und hier könnt ihr abonnieren, das wäre geil. Sonst kommen wir zu euch nach Hause und schlagen euch. Extrem Solo! Rick liegt auf dem Boden. Er ist so kaputt und sein Hoden guckt raus. Der ist halt so groß. Was? Der quillt immer über. Er ist so groß, ich will ihn nicht sehen. Ah, scheiße. Wie ein Autounfall, man kann nicht wegsehen. Oh yeah.
hätte so gern Ball im Becher jetzt hier. Endloser Spaß mit dem Ball im Becher.